Wir wechseln die Kategorie. Wir wechseln die Kategorie. Hallo? Hallo, 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 hallo? Ah, Mikrofon war verstellt, warum auch immer. Karun, schönen guten Abend, vielen Dank für deinen Hinweis, schön, dass du da bist. Mikrofon war verstellt. So, dann nochmal herzlich willkommen zu The Query. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Oh. Pauli verlängert in 30 Monate seinen Sub. Caro, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub im 30. Seit 30 Monaten. Krass. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei bist. Und vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass nichts zu hören war. Mikrofon war verstellt tatsächlich, weil ich letztens was getestet hatte. Und ich habe es vergessen zurückzuschalten. Schande über mein Haupt. Neues Spiel. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Wir gehen rein. Im Freaky Friday. Ihr Name stammt übrigens von unserer lieben Caro. Freaky Friday, den hat sie erfunden. Kannst du dich noch dran erinnern?
willst mich nur verkacken sehen, Caro. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst. Aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Die 01. Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Ich spiele Quicktime sonst immer nur mit Controller, Caro. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nachdem ein ganzer Tag benannt wurde. Ich spiele nur bei COD mit Controller auf dem Computer, sonst spiele ich Maus und Tastatur und verkacke. Ich bin dabei. Und im Übrigen, Caro, ab 15. haben wir Weihnachts-Emotes drin, Weihnachtswaschbären. Karte. Voila. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Boah. Oha. Warum verreißen die Lenkrad immer so? Da saß was auf der Rückbank. Können wir ausmachen, Caro? Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott. Was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Kurze Pause. Caro, wird das Spiel schlimm? Oder schlimm, schlimm? Weil, ne? Werde ich diesen Abend überleben? Schlimm. Du kennst das Spiel schon? Du schickst mich mit Absicht in diese Hölle. Kann das sein? Für dich vielleicht schlimm, schlimm. Ich hab dich auch lieb, Kleine. Ich hab dich auch lieb. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Und für Leute, die nicht wissen, bei Videosequenzen oder wo Musik läuft, halten wir generell die Klappe, damit man halt mehr das Spiel genießen kann. Also nicht wundern, wenn ich dann halt mal längere Zeit einfach mal die Fresse halte. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Hätte ich keinen Bock da zu stehen, ey. Digga, Nessa, hast den perfekten Moment abgewartet, wo gerade keiner redet. Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Bewege dich mit WASD. Ich werde in den Quicktime-Events, werde ich sowas von verkacken, ne? Ich hasse diese Dinger. Ach, das ist wieder so eine Arschloch-Steuerung hier, ja? Okay. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Hast du gehört, ja, Caro? Ab dem 15. haben wir Weihnachtswaschbärlis als Emote.
Yes. Tutorial freigeschaltet, unterbrechen. Wir schnüffeln. Wir sind eine Frau, wir sind neugierig. Das liegt in den Genen einer Frau. Nix. Nessa, bei dir alle chic, alle trash? Wieso hast du nichts gesagt? Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Nur müde, so wie immer. Stell dir die schöne Wärme eines Heizkörpers vor. Überall ist besser als hier. Von der Leuchte da irgendwas, oder? Ja. Yo! Sollte vielleicht Licht bei mir anmachen? Dann ist es nicht ganz so dunkel. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Stimmt hier nichts. Ey, wäre schon ein bisschen arrogant, oder? Das wäre wirklich schon arrogant, ey. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ist der high oder wo guckt der hin? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Warum macht man nicht erstmal das Auto heile und fährt zurück auf die Straße und guckt dann nach? Oh! Okay. Viel Glück mit der Karre. In 4 Minuten fängt Werbung an, Nessa. Du hast keinen Sub. In 4 Minuten. Danach ist Werbung. Und diese Art von Steuerung bringt mich nie gewinnen können, ne, in diesen Spielen. Erstmal Real Talk, Mädels. Wer würde sich von seinem Freund im dunklen, regnerischen Wald so weit weg begeben, weil sie irgendwas sieht? Wer? Kein Mensch. Hinweis entdeckt. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Er scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Ne, die sehen eher gedingst aus. Niemand, oder? Absolut niemand würde... Ich würde das selbst als Mann nicht machen. Nessa, haben Sie gehört? In 3 Minuten kommt Werbung, junge Dame. Und noch was, oder ist das dasselbe Schild? Das war das... Jetzt Karte kaufen. Harum Skarum. Der spektakuläre Wanderzirkus. Wahrsagen und Wundersames. Mysterien und Magie. Entfesselungskunst und Enigmen. Okay. Alleine diese Geräuschkulisse. Gehört 11, okay. Bin ich gut, 12. Kann ich mitarbeiten, 13. Steuerung, ne?
DNA. Wurzel? Tarotkarte gefunden. DNA, ich frage mich, wer da nah ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit, oder? Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk, denk und tu dir nicht weh. Ich mir wehtun. Ah! Hallo, zurück. Danke. Also Caro, weißt du, ich liebe ja so eine Spiele, ne? Auch hier diese Dingsbums, die Dreiteiler da, ne? Aber die Steuerung, die ist echt immer Krebs in diesen Teilen, ne? Die Musik macht's nicht besser. Ja, aber auf Controller kennst du noch von früher, ne? Habe ich aber auch meine Probleme gehabt mit der Steuerung. Hinweis entdeckt. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehört sie einem Entfesselungskünstler? Ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Nein. Hatten wir ja vorhin schon gesehen. Die Musik macht mich irre, ne? Die macht mich echt irre. Hast du das Spiel schon mal selber gespielt, Caro, oder immer nur zugeguckt? Okay, mit der Maus kann ich die Taschenlampe. Okay. Nessa, 40 Sekunden noch, dann kommt Werbung. So leid, wie mir tut. Ganz viel geguckt, nur okay. Alter. Warum muss ich mich so weit von meinem Freund wegbewegen? Das ist doch Blödsinn. Alter. Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich Hase, konnte... Hase, Hase, atmen. Es ist okay im Wald. Da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja. Los geht's. Okay. Bruder. Okay. Jetzt auf matschigen Waldboden. Ich bin gespannt. Ja, er springt an. Schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon. Geht los. Wir verschwinden.
Das ist nur für eine Scheiße. Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max. Aber das hilft jetzt nicht. Sehr unsynchron, oder? Ich will uns nur hier rausbringen. Es reicht. Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay, ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Yo! Oh, fuck. Alter. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Zwei Fragen. War das nicht normal mit dem Asynchron? Und warum hat er blutige Kratzer am Hals, der Herr Officer, falls ihr das gerade gesehen habt? Er gab aber in sehr vielen Foren, weil ich gelesen habe, weil ich mich nicht spoilern wollte, habe ich sehr viele schon gelesen, dass das sehr oft mal asynchron werden kann. Also an dem Shadow-PC liegt es nicht, ne? Der hat hier noch Power. Daran liegt es tatsächlich nicht. Daran liegt es nicht. Ich habe auch von GameStar oder wie die heißen, eine Review gesehen, dass sie sich darüber auch beschweren, dass es teilweise sehr asynchron ist. Ich kann dir mal ein YouTube-Video rüber schicken, weil ich gesehen habe, da wird es auch bemängelt, dass es sehr asynchron tatsächlich ist. Ist Ihnen was passiert? Nein, alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Weg gewählt. Ah, okay. Ja, Sie könnte weitere Fragen und weitere Nervlichkeiten mit sich ziehen, wenn wir ehrlich sind. Der Wagen schert da aus. Da könnte er schon wieder sagen, dass da irgendwas im Auto ist. Ach, schwere Fragen. Ja, komm. Wir, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Ein sehr unheimlicher Kopf. Nein, nehmen wir mal ein Tier. Ein Tier vermutlich. Ja, ja, aber es war irgendein Tier. Es war so fix und... Ja. Vermutlich war es ein Reh. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Korb? Ja. Yep. Ich weiß nicht, das ist mein erster Korb. Was, jetzt echt? Mein erster Kopf. Ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir. Was zur Hölle? Sie zwei, allein hier draußen, um die Uhrzeit tun. Autofahren. Sind wir freundlich oder sind wir Arschloch? Alter, wie kann die denn die Augen verdrehen? Wir sind abweisend. Wir machen nur eine Spritztour, Officer. Ist das verboten? Ma'am, aus Ihrem Tonfall muss ich wohl schließen, dass Sie nicht wissen, dass dies ein offenes Jagdgebiet ist. Bis morgen. Oh, shit. Nein, das wusste ich nicht. Wir haben uns verfahren, ehrlich gesagt. Wo wollten Sie denn hin? Wir sind unterwegs nach Hackett's Quarry. Nicht das Camp. Da wohnen wir kostenlos, also, ja.
Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Warum? Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Wow. Der ist sehr unheimlich, der ist sehr penetrant. Ich mag sowas nicht. Bei allem Respekt, Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Oha. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Was ist das für ein Kopf, Junge? Okay. Geht klar. Was stimmt? Bleiben im Wagen. Was stimmt denn mit dem nicht? Schon okay, kein Ding. Okay. Okay. So, wir... Eieieiei. ...sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Aha. Gleich am Morgen. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Ich würde trotzdem zum Camp fahren. Sollen wir nicht eine gute aussagen? Nacht. Alter. Was ein arroganter Wichser. Entschuldigung. Der hat da bestimmt irgendwas mit dieser verwirrten Frau im Wald zu tun. Wieso sitzt der Kerl noch da? Nervt, eine große Hilfe erleichtert. Der Kerl war unheimlich. Ja. Ach, dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es war es Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach angelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Cop, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja. Also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Ich bin absolut bei ihr. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah. 20 ist... diskutabel. Freundchen, Nessa und Caro sind auch eine Ma'am. Okay, es endet hier. Wie würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr zum Camp fahren oder zum Hotel? Sagt mal. Ich? Ja. Dein junger Dame-Status, der ist auch langsam verwirkt, oder? Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder Camp auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo?
Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Ist irgendwer daheim? Ibims, ein Schlumpen. Walla, tritt Tür ein. Verdammt. Warum hat der den Motor gestartet? Wird er uns alleine lassen? So dunkel hier hinten am Haus, ne? Und hinten, wo der Wald ist, taghell. Nennt man Schatten. Du hast kleinen Schatten, junge Dame. Da kommt bestimmt gleich irgend so ein fucking Jumpscare, ne? Kann ich nicht weiterlaufen? Die Rümpel, okay. Da liegt ein Witcher-Board. Vielleicht die Maus zu steuern. Ah! Mein Schatten haut so einfach raus, verstehst du? Junge, ist die Taschenlampe sensibel, ey. Tschüss. Lach nicht, Ahmed. Weworks, Firepipes, Treehouse, Bootshaus, Carpark. Kann sowieso kein Englisch. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Okay. Muss ich da noch mal? Achso, Text einblenden, okay. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, okay. Nächstes Mal spielen wir Tetris, Caro. Warum kann er nicht eigentlich Fernlicht da hinten anmachen? Ey komm, wenn ihr jetzt alleine in dieses dunkle Haus will, ne? Ohne Witz. Hey! Hey, ist alles okay? Alter. Bin gleich zurück, ich hole kurz Hilfe. Aha. Ich hab keine Sorge. Können wir aufhören, Caro? Max! Mach mal in 20 Jahren Max, weiter. Komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt?
Bunker? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Du kannst doch wohl mit dem Hammer ein Schloss aufmachen. Also jetzt mal wirklich. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Mit dem Hammer hier die Seite vorne einhaken und knack. So, Feuer frei, komm. Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Unentschlossen. Ja, okay, ich wechsle dringend. Da braucht jemand Hilfe. Was ist denn daran laut? Oh nee, der drückt mich schon wieder auf, ne? Da wird Hilfe gebraucht. Man kann sie auch doof anstellen. Das war super laut. Soll ich helfen? Ja. Yeah. Du kennst Evil Dead, oder? Okay, bevor jetzt ein Jumpscare kommt und ich mir ins Höschen mache, ich gehe mal ganz kurz auf die Bibliothek, bin gleich wieder da. Da ist er wieder. So, Kämpf, was steht da? Was haben wir hier? Ah, das ist so eine Art Karte, oder was? Ah, okay. Ist so ein bisschen aufgebaut wie... Verzeihung. Ist so ein bisschen aufgebaut wie The Until Dawn, oder? Na gut. Ja. Hallo? Holen wir uns den nächsten Jumpscare ab. Ich traue mich nichts zu trinken. Sind Sie hier? Existieren Sie? Existieren Sie? Hey, pass bloß auf. Liebst Max? Wer war bei Until Dawn, den ich nicht sterben lassen durfte damals? Existieren sie? Ian. Alter, was ist das für ein Riesenkeller unter dem Haus?
Oder neben dem Haus. Blutiges Halsband. Das blutige Halsband ist zu groß für einen Hund und wer würde seinen Hund schon Ian nennen? Ja, nu, also. Hab den Namen schon vergessen. Es gibt in diesem Spiel aber auch einen Kandidat, den du quatschen würdest. Lass es nicht, Schatzi, hören da. Max? Geh nicht sterben da. Achso, okay. Lass mich raten. Hier der Michael, Max. Jetzt sag nicht sie, weil sie kommt mir so ein bisschen nervig vor. Muss ihre Nase überall drin stecken. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unser Vater... Alter! Max! Uff! Max! Ja, gerade eben, halt's Maul, hau ab! Alter! Genieß dein Popcorn, Nessa. Ich blute stark. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, helfen. Ich stehe unter Stress, lass mich. Echt jetzt? Oha. Das ist der Polymanzist. Wusste ich's doch. So ein kleiner... Hat der jetzt Max schon... Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Hat der gerade Max erschossen? Okay, wir haben das Spiel durch. Schönen Abend noch. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Tschüss, war lustig. Geht jetzt erst los, ach du Scheiße. Freaky Friday! Herzlich willkommen bei The Quarry. Eieieiei. Caro, was tust du mir hier an? Ne? Also, nächstes Mal, wenn du mir ein Spiel auf Steam schenkst, ich guck ganz genau nach, bevor ich es annehme, ne? Ganz kleine, leichte Ruckler sind aber drin, ne? Kann ich nie aussprechen. Hallo, mein Kind. Alter! Herzlich willkommen. Wer bist denn du? Ich hoffe, wir sind Freunde. Caro mit 30. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen,
entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend. Nee, ich will mit dir nichts Unbekanntes. Nein. Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Diese Karte hast du gefunden. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Ach, wir müssen sowieso spielen, komm. Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte. Sieh her, sieh her. Ich guck. Die nächsten neuen Unterhosen, die ich mir kaufen muss, Caro, die hin auf deine Kappe, ne? Die hin auf deinen Nacken, da kannst du sicher sein. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt. Mach dich nur stärker. Sind immer so kleine leichte Ruckler drin, ne? Ist das Spiel zu alt für so ein Power-PC? Na klar, ein Schulbus. Bis dann. Ich und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Romantikalypse. Sie kommen drüber hinweg. Nachsinnig, wer weiß. Das ist bestimmt der überleben muss. Was? Al-Sunsa? Was ist ein Al-Sunsa? Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Bingo? Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin... Wartet mal kurz, ich muss mal kurz raustappen. Ich muss mal kurz den Slider da oben links rausnehmen, weil der springt mir irgendwie zu oft an. Wie hat der heute einen Bug drin? Da soll er nicht im Sekundentakt das Dings drüber sliden. Bei den Stream. Also unser Spiel ist reinste Scheiße. Warum? Was spielt ihr denn? Was spielt ihr, Legend? Ich glaube, das hier hat so ja Multiplayer, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, in Videosequenzen, wo viel gesprochen, gesungen oder Panic Core. Habe ich schon mal von gehört, habe ich aber noch nie reingeguckt tatsächlich. Wie gesagt, wenn Videosequenzen sind oder wenn gesprochen wird oder so, halte ich generell die Schnauze, damit man mehr hört. Ja, aber der ist nicht gut. Der ist nicht gut, okay. Nicht mies. Ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuckelzwerg nie wieder siehst. Bussi-Bären-Schnuckelzwerg. Ach komm schon, durch diese Wände hört man jeden Flur husten. Okay, hab's kapiert.
Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Sieht aus, als ob ich den Kofferraum gepackt hätte. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Guck mal, ich hab's noch eine Nessa, die ist auch immer so böse zu mir. Gestern hat sie mir Hamburger in den Kopf geschmissen. Ach, jetzt darf ich mich anständig bewegen, ja? Okay. Ja, Emma! In der Lokalzeitung, meine Damen und Herren. Hey, was hörst du da? Interessant. Reihe links. Piss dich. Aber piss dich, lass mich ruhig her. Aber, ruhig her, vorher quatsch mich voll, Junge. Los mit dir. Pass gut auf ihn. Das ist dein Quatschboy, der überleben muss, der mit dem Käppi? Wie heißen wir denn? Wir heißen Jacob. Das ist der erste, den ich über die Klinge schicke. Was? Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh. Legend, Nessa? Ist das auch euer Favorit, Jacob? Ja, nein, vielleicht. Kreuzt mal bitte an. Muss ich den Karo teilen, oder? Ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus. Komm. Was? Oh, die Tür geht. Dylan, hey. Schön. Cool, danke. Leute, bitte sagt nichts Falsches. Nessa, Legend, sag mal. Die das sind Ding abgelenkt. Ist versperrt? Die sind abgelenkt. Ehrlich? Tja, schade Marmelade. Summer Camp East 1953. Bin ich schon mal im Dunkeln lang gelaufen? Ah, der Müll steht immer noch da. Mach auf jetzt den Bums und drin da. Jacob, du hast ein Fangirl. Zeig mal der ganze Bruder. Schöne Stiefel hat er an. Oh, Held. Nein, du... Oh. Jacob ist blöd. Superheld. Superheld, ja. Schlau wie ein Toastbrot. Okay, das hat jetzt keiner gesehen. Ich dachte, da war noch ein Hinweis versteckt, deswegen hatte ich nochmal geklickt. Horror. Ich hasse Horror. Ja, direkt sympathisch, der Dude. Jetzt hat er einen Pluspunkt. Die Musik ist gerade so tiefenentspannt, da kann jetzt kein Jumpscare kommen, das geht einfach nicht. So sieht es also aus, wenn Harry Potter auf Klassenfahrt ist. Okay, alles klar. Kalte Buffet ist auch leer. Keep out.
Bisschen renovierungsbedürftig. Trau dich, Caro, trau dich. Jetzt ist ein Arsch voll. Oh. Scheiße. Die Garderobe zu sein. Da ist noch eine Tür. Mäßigkeit, die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit, du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Okay. Burger, Hot Dogs, Cheese Steak, Pizza, Hot Roast, das weiß ich nicht, was das ist, Fajitas, weiß ich auch nicht. Alles nehme ich, bis auf Pot Roast und Fajitas, da weiß ich nicht, was es ist. Klingt lecker. Mann, was für eine Todesfalle. Und shoot, I'm friendly. I'm the Jacob. hallo? Beweg dich? Jetzt. Warum hat er die Tasten gerade nicht genommen? Oh, in der Küche hätte ich jetzt schon Bock zu kochen, ne? Und jetzt wird hier die Tür nach draußen sein, die sie uns vor der Nase zugehämmert haben, oder? Kommen wir jetzt wieder rein? Sehr schön. Sprinten? Nee. Genau, nimm mal Karos Tasche mit. Wir müssen noch zu dem Dude auf der Treppe. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Yep, er ist nicht ein Sommer. Musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? halt dich raus, verspielt, was ist mit dir? Ist er ein Bad Guy oder ist er ein guter Caro? Thema, ist er gut oder ist er böse? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Hä? Hm. Ah, sexy, hä? Huh? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Hey, ich bin ja da. Wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Huh? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so, was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... bla 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 bla. Jacob. Sogar mit dem Blick, hm? Tja, Computer sagt nein. Computer sagt... sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Computer sagt nein. Geschlagen, vielleicht stehe ich drauf, tapfer.
ist nur ein Flirt. Okay, er ist tapfer. Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Was hat sie denn? Nest, Ruhestand, Enkelkind, 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 Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Na, gibt's Schlimmeres. Die hat aber auch irgendwie ein Problem zu bewältigen, die Frau, oder? Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Du bist trotzdem mein Schwächling. Hey, halt's Maul. Okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die... Wenn du Escape drückst bei den Tarotkarten, kannst du dir das nochmal richtig anschauen. Bei den Tarotkarten, kennst du? Das brennende Auto oder was meinst du jetzt? Camphütten. Unsere Camper schlafen gemeinsam unter Aufsicht. Unter Aufsicht unserer hilfsbereiten Betreuerinnen und Betreuer in den Hütten. Der große Baum in der Mitte der Hütten symbolisiert das Wachstum all unserer Camper in Hackett's Quarry und ihre Entwicklung zu abenteuerlustigen Das sind so Ausschnitte von Sachen, die passieren. Hat so einen Touch von Until Dawn, ne? Mit dem Butterfly-Effekt damals. Damit du das vermeiden kannst oder erreichen kannst, je nachdem. Okay. Dass er ihn also in den Tod führen kann, den Max. Okay. Laura und Max. Ich lebe die vielen Drehungen und Wendungen junger Liebe und finde heraus, wie viel eine Beziehung aushalten kann. Ah, okay. Jacob, ja. Muss E drücken auf die Karte. Okay. Jacob. Inspiziere den Motor. Okay, machen wir gleich. Ah! Da unten steht wie sie. Ah, okay. Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Sicher. Das werden wir ja sehen. Spritzufuhr klauen heißt, der Sprit läuft aus und könnte in Brand geraten. Den Verteiler klauen, da läuft Elektrizität durch, geht der Strom ins Leere. Jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Der Verteiler war alle hier da oben. Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick!
Hä? Du spinnst, Mann! Tut mir so leid, Jacob. Übel. Hey, mach doch beim nächsten Mal besser den Flugmodus an. Okay. Modus. Shit. Was ist los, Mann? Halt die Fresse. Oh ja, schon gut. Schon gut. Verdammt, meine Mom bringt mich um. Deine Mom? Oh ja, grüß sie schön von mir. Ich werde die Reparatur zahlen, Mann. Tja, es ist tot. Kacke. Gott sei Dank. Nicht ein Piep. Entweder haben alle vergessen, dass ich lebe, oder hier gibt's kein Netz. Ist jetzt auch egal. Auf den einen Tag kommt's jetzt auch nicht mehr an. Ein Tag? So weit ist's doch nicht. Du weißt schon. Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jeder haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Da drin saß so ein Robotik noch hinlaufen. Mann, oh! Max, nee, Jacob. Ruckel, ruckel. Das liegt nicht an mir, ne? Das liegt, wenn denn, am Shadow oder am Spiel. Ey, glaub mal, der Shadow ist so modern für dieses Spiel. Das kann vielleicht sein. Rote Haare. Nessa, die sieht voll aus wie du. Guck mal, falls du nachher nicht schlafen bist. Alte Fahrschulhexe. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Taschen da lassen. Ihr Mini-Rucksack. Sind die Bad Girls, komm. Okay. Ich bin heute mal scheiße. Gehen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Bär. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Moin. Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Eigentlich sieht es da sehr schön aus in dem Wald, oder? Rein theoretisch, wenn da jetzt nicht so Horror wäre. Wir spielen jetzt mit Abigail. Oh, das war doch Klein Izzys. Alter, creepy. Ich will ein Spiel spielen. Kuscheltiere sind richtig und wichtig. Du gehst zurück zu Izzy. Und der passt jetzt in den Mini-Rucksack? Steuerung, hallo? Ich drück rüber, lauf doch mal bitte. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen.
Hey, jetzt sieht eigentlich voll cool da aus, oder? Seid mal ehrlich. Jetzt mal den Horroraspekt weggenommen, sieht das eigentlich voll cool und lauschig aus. Wenn da jetzt unterm Baum noch so ein schönes Lagerfeuer abends brennt, sieht schon voll gemütlich aus. Ich würde mich da wohlfühlen. Da sitzt ein Rabe. Raben haben in Horrorspielen und Horrorfilmen immer irgendeine Bedeutung. Ein Krähe. Hallo, Herr Rabe. Was eine fette Klimaanlage, ey. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Guck mal, meine neue Sendezentrale. Lass deinen armen Vogel in Ruhe. Warum hören die Kabel da einfach auf? So eine Musik heißt ja eigentlich immer Chilly Willy, ne? Dass nichts passiert. Ach, das ist ein Rucksack mit Fledermausflügel, Metaflaus. Ich muss die Werbung reduzieren, ne? Die pusht ja so arg drin, das ist ja Wahnsinn, ey. Die Ruhe vom Sturm. Ja, wir machen gleich Feierabend, Caro, ist gar kein Problem. Dann kommt der Sturm nicht mehr. Hey, mal gucken, wie lange wir heute machen. Mal gucken. Das sieht voll schön aus da. Ey. Hat so ein bisschen so ein Touch von Dirty Dancing, wo die Tänzer gewohnt haben. Werbung beginnt in 4 Minuten. Kann man in die anderen Häuser auch rennen? Dongsi Dingsi. Du guckst so viele Meme-Videos. Dongsi Dingsi. Stimmt, du warst ja die mich immer mit meinem Englisch sprechen verarscht hat. Stimmt. Jetzt fällt's mir wieder ein. Stimmt. Eine Laukel. Beweismaterial. Alle lieben Schnitzeljagden. Nee. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Ach, da kommen dann immer kleine Videos, okay. Da kommt nix. Interruptus. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Der war gut. Der hat mir gefallen. Böse Mieze-Tatze.
Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Hackett's Quarry. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Haben sie aber schon geil dargestellt, ne? Das muss ich ja schon mal zugeben. Aber rothaarige Frauen werden nicht geopfert. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Ah, Jacob, die Luftpumpe. Eine leere Piole, die unangenehm riecht. Was ist denn eine Piole? Ist das so eine Art Wasserflasche? Was ist das? Ist das Dylans? Die sieht dich im Blur. Ciao, Kay. Muss ich den jetzt nochmal anklicken? Nee, ne? Jacob, guck mal. Hat sie aus wie Jacob. Jacob und immer. Und Emma für immer. Sommer. Gläschen, Fläschchen, okay. Bär. cool. Die hat aber schon lange kein Klo mehr gesehen, oder? Ich muss die Werbung echt runter drin, ne? Die ist echt anstrengend. Ey, da sitzt ja jemand. Kann hier sprinten? Nee. Doch. Blitz, Flitz. Ist hier noch irgendwas? Inno? Nimm. Caitlin. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Leaderboard, Leatherboard, darüber hat sich ja Snow immer lustig gemacht. Das ist doch kein Lederbrett, das ist ein Punktebrett, OB. Ist Closing. Tippel, 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 tippel. Die läuft, als ob so dringend auf Klo muss, die Dame. Ach, die wird uns jetzt so anzicken, weil wir so lange gebraucht haben. Maschallah, ich schwör. Kann es losgehen? Mit der Kette würde ich aber in den Keller einsperren. Enthusiastisch. Los geht's. Unsicher noch nicht. Haben wir erledigt? Ja, nein, vielleicht? Na komm. Los geht's. Jetzt sieht so schön da aus eigentlich, ne? Dass man da komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Dass man da draußen Horror macht. Du bist macht. Immer so dramatisch, anstrengend. Ja, anstrengend. Jetzt sicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Nee, alles gut, alles gut, Caro, alles gut. Eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Ich hab da gedrückt. Wärst du wohl vorsichtig? Sorry. Ich hab doch gedrückt, Mano. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Naja. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Das ist Emma? Auch so. Ja. Das ist Emma, die Blonde? Diese hässliche Schnepfe ist Emma, auf die fährt er ab? Oh mein Gott.
Klar. Aber zu euch. Du und Nick habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Die ist mir sehr unsympathisch, diese blonde Schnepfe. Eine Siegesrunde heißt, sie labert mir noch länger einen Knopf an der Backe. Zurück zur Lodge? Könnten wir vielleicht was Wichtiges verpassen? Ja, ist doch gut, Spiel. Ich mach ja schon, komm, Siegesrunde. Die ist mir echt unsympathisch, die Blonde, ne? Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Falsche Route! Sarkastisch. Wie haben sie es ohne dich geschafft? Unterstützen kann ich mir vorstellen. Haha. Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft? Same. Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Dich zum Beispiel? Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden... Jetzt sieht die Akku alle oder der Tank alle? Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Alles klar, Caro. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Nee, das Feuerwerk. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Wie unsympathisch willst du sein, Emma? Yeah. Wir wurden beobachtet. Nochmal Camp-Eingang. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Ihr habt ein Auto und einen Zigarettenanzünder, ihr Pfeifen. Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Das klang verdammt zweideutig. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ach, Jacob, du Luftpumpe. Also, das wäre kein Ding. Die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Oh mein Gott. Cool. Fremdschirm. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Das ist Caro, kann ich? Ja, mach. Hey, wo steckt eigentlich Ryan?
Wack. Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Die hat eine Luftfahrtgesellschaft jetzt eröffnet, die Hawaiian. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Ah ja. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Sterben im Wald. Komm, dir triggert. Komm. Der hieß sicher, so lässt man andere in Frieden. Du solltest unbedingt reinhören. Geister. Geister. Ja, viel. So allerhand Kryptozoologie eigentlich. Die Episode gerade eben handelte von diesem Ort. Kryptozoologie. Ja, ja, ja. Du hast die Geschichte schon erzählt. Den Kids am Lagerfeuer. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ja. Die Hexe von Hackett's Quarry. Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Quarry. Kennst du also nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald. Sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Ah ja. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Der hat eine schiefe Nase, Caro. Der grinst schon so widerlich. Komm, er ist auf. Ach ja, kennst du eine coolere? Ja, nein, ich meinte, das ist nicht sarkastisch. Ich kann nicht so gut erzählen. Oh, nee, ehrlich, Alter, ist nur so falsch rausgerutscht. Jetzt habe ich Max, nee, Jacob, versehentlich getriggert. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. Ape. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Ich wollte gerade sagen, du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Wendschlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Ich habe im Übrigen letztens noch ein Video gefunden, was du mir vor Jahren mal geschickt hast, Caro. Muss ich dir nachher mal schicken oder morgen? Verständnisvoll, kein Problem, genervt. Ach komm, er ist hier so das Arschloch heute. Bitte, das ist super und cool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Bestimmt ja keiner dran. Podcast anhören, lauschen. Was? Mein Kind,
Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch nicht... Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir... Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Wird mich jetzt nicht so wirklich interessieren, weil ich ja sowieso losfahren will. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das rausschicken, tut mir leid. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Busy. Ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also... Lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke! Sriet, das ist wichtig für mich besorgt. Ist okay. Ich möchte mich diesen Menschen nicht unbedingt anvertrauen. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Ein Feini. Weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlende Kids vom Sommercamp zu verkraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Gleichgültig... Gut, sie hat ja gefragt und das war halt nur eine Story. Genau. Das war nur so eine Story von dem weirden Kind letzten Monat. Hey, sag das nie wieder, ja? In Hackett's Quarry ist jeder auf seine Weise cool. Ihr Betreuer habt ihr große Verantwortung. Macht die Kids glücklich und beschützt sie. Glücklich! Lass den Quatsch. Ja, klar. Ich meine, werd ich. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Du bist begierig, wieso? Verständnisvoll. Wir popeln mal ein bisschen. Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Wow.
Jetzt aber zackig. Jetzt verpisst euch hier, ihr Scheißkids. Ich hab noch irgendwas Böses vor, also verschwindet jetzt hier. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Ja doch, Chef, wir sind doch gleich weg vom Haupt. Wie kommt es, dass du dein Faun wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Und Jacob muss auch noch fahren, oh mein Gott. Was ist denn? Oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Kann man das sehen? Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Hör auf! Aufhören alle beide! Shit. Komm, okay, schon, komm, Alter, schon. Chill! Chill, Alter! Ach, verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Okay, beruhig dich mal, alter Mann. Junge. Okay, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Lass mich denken. Hey, beruhig dich, Braun. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Oh je. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Komm, wir wollen es wissen. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertraue dir auch. Aha. Kannst du das? Erzähl mal weiter. Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Sag mal, du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Der ist doch halb für 3 K.O. Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Vielleicht. Man könnte auch einfach die Zündkappe rufmachen, starten und losfahren. Könnte man rein theoretisch auch machen. Beharrlich, wir machen, was Chris gesagt hat. Neugierig, was soll das werden? Nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar, wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen.
Oh, Alter! Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Komm, ich sterben. Ja, klar. Ich sterben. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Macht sich Sorgen um uns angespannt. Ich glaube, er hat Schiss. Ah. Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut, Alter. Emma darfst du umbringen. Absolut, Caro, absolut. Du willst brav sein für Daddy. Obwohl, Jacob ist mir ein bisschen unangenehm gerade, ne? Fresse, Mann. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Das wird ganz chillig. Okay, Hackettiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Feuer frei. Oha. Oh ne. Jagdsaison. Hunting Season. Ich hab Okay, ich geh kurz Pipi machen, bevor du meckerst, Caro. Letztes Mal Pipi machen war vor über einer Stunde. Ich bin gleich wieder da.
Tüdelü. Aber hast du mal mitgekriegt, Caro, mit so Until Dawn? Das haben sie jetzt digital remastered. Jetzt schneiden sie nochmal für 60 Euro raus. Schon die Härte, oder? Kannst du mit der Maus auswählen, darfst du auch nicht mit der Maus zurück. Da wird die Kuh nochmal richtig gemolken, ne? Wir haben gerade übersehen. Ach, da! Hoff, dass du zurückkommst zu mir. Ja, sicher. Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Wollen wir mehr? Ich weiß es nicht. Wir wollen darauf mehr. Hab ich gehofft. Wir wollen die volle Kanone heute. Jacob wird geopfert und der Schwarze wird gerettet. Was? Und heiratet den Emma. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Mach mal, wir suchen nach deinen Karten. Also, Hauptbestandteil sind Karten. Mal gucken, wie viel nachher gemutet ist von dem Spiel wegen der Musik. Ich bin gespannt. Ich hab die mit Absicht angelassen. Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas. Und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Fürchterlich, ich diese Frau. Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran. Nicht den Bildschirm ablenken, Caro. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Wow. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Okay, also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Bist ein Weißbrot. Was? Piep, 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 piep. Was? Piep. Was das denn? Piep? Piep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Wie unfassbar lame er ist, sagte sie mit ihrer Hundekette um den Hals. Die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Hat ein Safe so an sich, Blondchen. Wäre auch zu einfach gewesen. Also die würde ich aus der Disco nicht mit abschleppen, ne? Definitiv nein. Oh. Oh. Ha, ja.
Wow, Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelonen. Oh. Oha, alle klar, Caro, jetzt weiß ich, wo deine Reise hingeht. Einfach ein Loch einschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oh mein Gott. Oder, wobei... Oh mein Gott. Vielleicht auch doch. Oh mein okay. Gott. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Mit der Melone ist auch besser bedingst als mit dir, Blondchen. Ach, jetzt muss ich die auch noch steuern. Nein. Oh, Schande. So eine impertinente Person. Komm, rüttel mal hier richtig, Schneewittchen, komm. Jetzt ist das Lager leer. Sieht ja aus wie bei Nessa in dem Supermarktspiel, da sind auch die Regale im Lager komplett leer. Harumskarum. Harumskiskarumski. Harumskarum? Harumskarum. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harumskarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Gibt es da auch eine E-Taste? Nee, natürlich nicht. Das hatten wir schon. Okay. Och, dass du mit Escape da nicht rauskommst. Baut denn so einen Irrgarten als Lager, ey. Wer kauft den Scheiß? Deine Mutter. Yo. Alter. Die ganze Zeit so ruhig, ne? Und dann kommt auf immer so eine kleine Sequenz. Baut denn so ein Irrgartenlager? Braves Mädchen. Jetzt ist nur die Frage, was die blutverschmierten Leute da machen. Ob die generell Menschen handeln oder ob wir jetzt einfach bloß gerade dazwischen funken und das Opfer werden. Weil man schmiert sich ja nicht ohne Grund mit Jux und Dollerei mit Blut ein. Lass uns ein Spiel spielen. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Caro, du kannst es nicht von mir jetzt erwarten, ne? Du kannst es nicht von mir erwarten. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Trotzdem ist sie doch wie Brot, die Frau. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Kletter in die Kiste und erstick. Jacob! Emma? Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Nee. Jetzt sieht's so hübsch aus. Keine Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Jetzt sieht's attraktiv aus, oder, Caro? Und wie witzig ist das, kleiner Junge?
Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen kleinen Wagen quetschen, als wäre es nicht? Besser als Feuer. Hm. Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Ach, Jacob, so verzweifelt kannst du doch gar nicht sein. Ich weiß, ihr seid da draußen. Wir werden euch alle finden. Wir werden euch alle töten. Eigentlich ein cooles, großes Lager für so ein kleines Geschäft, ne? Wo bloß im Sommer ein bisschen Betrieb ist von Kiddies. Bisschen überdimensioniert, oder? Warum sehen die Körper immer so glänzend aus, als ob die in Öl gebadet haben? Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Okay. Arme Sau. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Sowieso ein Flittchen von daher. Was? Oh, verdammte Scheiße! Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze! Ah, komm, Caro, der hältst du es aber auch nicht, ne, der Jacob? Ja. Nice. Woo. Wow. Ja, leck mich doch fett. Naja, auf gar keinen Fall. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Ja, der ist dumm, aber nicht. Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gott. So, wie viel Prozent ähnelt er deinem Freund? Es hier zu holen geht. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Boah, Kartoffelchips. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Ich würde die Kartoffelchips mitnehmen, ne? Scheiß auf den Alkohol. Prozent, mein Freund, ist wenigstens intelligent. Duty rettet, Caro. Ne, da steht doch noch viel mehr, so viel seid zu zweit. Ihr könnt mindestens 4 Packungen mitnehmen. Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Du sieht kannst, aus wie Campingvorräte. Du kannst den Bierkasten dazwischen stellen. Okay, da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das... Zerfetzte Rucksäcke mit getrocknetem Blut gesprenkelt. Okay. Ein Bär? It's a bear. Bären. Mutti, nimm die Kartoffelchips mit, dann hast du einen Sympathiepunkt bei mir. Oh, cool. Was? Was ist da? Nicht anfassen, nicht anfassen. Oh, cool. Und ein... Code. 7739. Okay. Fertig. Nimm die Kartoffelchips mit. War schön mit euch.
Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Hm. Gut. Wieso habe ich so eine Ahnung, dass der Käfig nachher vielleicht noch eine Relevanz hat? Ist das Zahnpasta? Ja. Fußpasta, Zahnpasta. Das wärst du ja eher als nicht englisch sprechender Opi. War die Kiste vorhin auch schon offen? Sehr dunkel, sehr unheimliches Lager. Aber seien wir ehrlich, ist ein ziemlich großes Lager dafür, dass es so ein kleiner Laden ist, der bloß im Sommer bewirtschaftet wird, oder? Waren wir doch schon dran, oder? Ja. Ja, da waren wir schon. Wer weiß, wie viele Kinder da sind. Na gut, okay. Aber dann würde nicht so ein großer Alkoholvorrat da sein, oder? Nein, okay. Okay. Bin drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Feuerwerk da lassen, Feuerwerk mitnehmen. Könnte man im Notfall auch als Waffe einsetzen oder als Hilfesignal mitnehmen, ne? Komm, wir machen sowieso nur Scheiße hier. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab... hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh, Mann. Peanut Butter Butterpops. Das, wir haben sind das jetzt alle, oder? Lieblings-Butterpops. Butterpops. Nee, sie ist ein Mischstück. Sie verurteilt. Sind die nicht für Kinder? Was? Ja, ja, aber ich war auch mal Kind. Du warst eins? Ach, die Vorhersagen. Okay, hör zu. Probier einen davon und ich verspreche, du änderst deine Meinung. Keine Chance. Pop, pop, peanut butter, butter pop. Pop, pop, pop 'em in your mouth. Pop 'em in your mouth, okay. Komm schon, das ist der beste Snack aller Zeiten. Gut. Okay, vergiss es. Heißt wohl... mehr für mich. Wir sind stolz auf unser Angebot an Snacks und Köstlichkeiten, die unsere Camper während ihres Aufenthalts in Hackers Quarry, ich hab's wieder falsch ausgesprochen, bei Laune halten. Hier gibt es auch alle Zutaten der gesunden Mahlzeit, die unsere Betreuerinnen und Betreuer in der Küche zubereiten. Weise. Beschädigte Andenken, okay. Gibt es hier auch was mit E? Nee. Warum kann ich die denn nicht abarbeiten? Halt irgendwas. Ja. Nee, macht er nicht. Was immer dieses Plakat auch in Chris Hackes Besitz zu suchen haben, er muss wohl vergessen haben, diese Option nehmen. Okay. Jetzt. Die passen zu dem Plakat im Wald. Was macht Chris Hackett damit? Hat er irgendeine Verbindung zu Harum Skarum? Okay. Kann man die abspielen? Nee. Emma beschloss, die Feuerwerkskörper mitzunehmen. Wo ist meine Maus? Da. Hinweise.
Nee, da wollte ich nicht hin. Genau, die Mäßigkeit. Da. Alter, einmal kurz den Schau über den Rücken. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay, das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Manchmal hat sie sympathische Momente, aber die sind Ladies ganz groß. Den Rest ist einfach nur eine doofe Schnepfe. Wo lang? Schubskarre. Ja, vielleicht will er sie ja schubsen. In so in Anführungsstrichchen, ne? Mit einem Zwinker-Smiley so. Schubsen. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Pff, okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Abweisend. Er soll eigentlich das Arschloch suggerieren. Ja, er bleibt das Arschloch. Lass mich raten. Du hörst gerade einen Podcast mit unheimlicher Musik, geheimnisvollem Erzähler und abstrusen Geschichten, in dem irgendein Langweiler zu Hause sitzt und Theorien spinnt über Area 51 und Bigfoot. Sorry, das ist sicher nicht dein Ding. Das soll nicht heißen. Ja, wie auch immer. Ich mag sowas halt. Tja, vielleicht höre ich mal rein. Nee, mach, was du nicht lassen kannst. Nein, Ryan, das ist mir jetzt echt wichtig. Wie heißt der Podcast denn? Bizarr oder banal? Du findest es unglaublich witzig, dass banal wie anal klingt, oder? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Der schwarze, ja, der ist voll cool. Einfach unglaublich. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Der hier, der könnte eigentlich so Emma als Mann sein. Der ist mir irgendwie... Ich finde den Schwarzen hier finde ich eigentlich voll cool. Geht das nicht irgendwie schneller? Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon, ihr schafft das, Leute. Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Emma ist noch viel schlimmer. Ja, das stimmt. Das ist so. Er ist halt eine Frau, du bist selber eine Frau. Du weißt, was ihr für Mischstücke sein könnt. Ja. Warum muss ich immer die Löschtaste drücken zum Kaylee Zurück? Und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, hm? Nein, du. Na hallo, was ist das? Hörst du das?
Ist das eine Falltür? Klapptür, würde ich eher sagen. Die führt wohl in den Keller. Geheimer Sex da. Caro, verspielt oder misstrauisch? Sag mal. Wieso war mir das klar? Wieso war mir das klar, ne? Dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Meine kleine Caro ist erwachsen geworden. Groß geworden mit Oki. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha. Warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Können wir da blonde Blödchen nicht runterschicken? Auf einer Art bin ich neugierig, auf der anderen Art weiß ich, dass da wieder irgendwas Böses passiert könnte oder wir erwischt werden. Oder im schlimmsten Fall sind wir da ja so unten safe, falls die Pew-Pew-Leute kommen. Ach, what else, komm. No risk, no fun, bitches. Ich glaube, das war die erste größte Fehlentscheidung in diesem Spiel, glaube ich. Was siehst du? Werbung kommt in 4 Minuten. Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh, da. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Alter, nein. Was ein Riesenkeller, oder? Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Weg aktualisiert. Vorsicht, Stufe. Haben wir jetzt irgendeinen Schalter ausgelöst oder irgendwas kaputt gemacht, was jetzt verrät, dass wir unten waren? Ist der bequem, sein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Leiter kaputt. Abweisend. Er kriegt schon nicht mit. Ey, der ist mir unsympathisch, ne, Caro? Nee. Hier, abweisend. Komm schon, er kriegt schon nicht mit. Okay, sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mach ihn kaputt? Komm schon. Oh. Was für ein Idiot. Ich glaube, der nennt sich Karma oder so. Das war nicht geplant. Oh. Laura Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Zum Beispiel nie. Ey, wozu das Gewehr? Chris. Mr. H meinte, es ist für Bären. Böhren? Bären? Hier? Böhren? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ja. Meine Güte. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Warum muss denn jeder Teenie
oder Studentenbewegung, Truppe oder whatever, immer mindestens ein Arschloch drin sein? Verstehe ich immer nicht. Ernst, was, wenn wir sie brauchen? Verspielt. Was für ein Bär. Jetzt mal Real Talk. Die waren da in so einem Sommercamp, ne? Und haben da, weiß ich nicht, eine Woche, zwei Wochen verbracht, ne? Jetzt mal, um das in den Reminder zu rufen. Jetzt, wo sie eine Nacht länger bleiben sollen, weil das Auto ja manipuliert worden ist, was man ja eigentlich wieder gängig machen könnte. Warum sollte genau in der Nacht, ein Monat, okay, noch schlimmer, die waren ein Monat da. Und warum sollte jetzt in der letzten Nacht auf immer irgendwas passieren, dass man die Waffe braucht? Also, wir wissen, dass da irgendwie zwei Blutverschmierte rumrennen, aber das wissen die ja nicht. Warum sollte genau in der Nacht irgendwas passieren? Warum? Würde so von der Logik keinen Sinn machen, oder? Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Vielleicht, weil die alleine sind, aber vorher war ja bloß der Betreuer da, oder? Der eine oder zwei Betreuer. Ich meine, wenn da wirklich die Scheiße am Dampfen ist, dann ist jetzt auch nicht so eine große Hilfe, oder? Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will, im Ernst? Betreuer und Kinder. Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Wie ist ja nicht? Deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Na gut, Mann. Also neugierig ist er ja nicht, oder? Master, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut, aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... An die Latte. Du redest Blödsinn. An die Latte. Oh. Huh. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Alter. Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein. Ich meine, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Er hat also Bigfoot besucht. Interessiert, vielleicht mag er ja den Podcast. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug.
Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Das ist mein Streamzimmer. So ein Ding ist das. Guck mal, hängt so ein rote Schuhe SMB 7. Was war das? Ja, moin. Wird schon nicht sein. Dahin? Eine. Ah, die Steuerung, ne? Jetzt so. Oh. Hey. Achso, Text ein. Entschuldigung. Max Brightly, Hickes Query, Summer Camp. Achso, sind bloß die. Laura. Ne, Laura. Ja, gut, jetzt so ein Überwachungssystem in so einem Wald bei so einem riesen Camp würde ich jetzt nicht so unbedingt als Problem oder so sehen, ne? Gut, das ist sehr versteckt, das wäre jetzt halt das Problem, ne? Das macht ein bisschen Beigeschmack, aber ansonsten bei so einem Camp in so einem Wald, dass da so ein Überwachungssystem ist, schon alleine wegen den Wildtieren in der Nacht, würde ich jetzt nicht so als schlimm empfinden, tatsächlich. Nur, dass es halt versteckt ist, finde ich ein bisschen creepy, tatsächlich. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Kann man verkaufen in Neukölln? Ach, jeder macht halt selber nochmal, okay. Da macht er nochmal dasselbe, okay. Kommen wir hier irgendwo lang? Mal hier wieder raus. Wow. Dafür macht man Event echt jetzt? Alter, guck mal bitte, was die für fette Rollos haben. Hatten wir dich schon? Yo, lass das Gewehr da. Ja, hatten wir schon, okay. Na klar, okay. Boss. Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys... Ja, vermutlich. Guckst du mal nach? Warten wir noch ein paar Minuten, nur zur Sicherheit. Nice.
Nice. Vollgeladen. Vollgeladen. Nice. Zur Party gehen, Feuer freikommen. Hey, fertig. Okay, cool, gehen wir. Habe Ladi-Rät mitnehmen, dass es nicht auffällt, falls es eure sind. Eine Warnung, wenn ihr gewesen, Karolinskaya. Ist vielleicht Einbildung, aber seit die Camper weg sind, habe ich das vage Gefühl, dass jemand anderes da draußen ist. Uns beobachtet. Als wären noch Camper hier? Nein, nein. Es ist nur, die kleinen Härchen in meinem Nacken stellen sich auf, weißt du? Ja. Nun, wahrscheinlich Einbildung. Gut. Hast recht. Ja, wir machen auch gleich Feierabend, Caro. Weil meine Konzentration ist langsam weg. Hätten sie ein bisschen Musikuntermalung jetzt noch machen können, oder? Bei dem Stampfen hier? Bist du morgen da, Caro?
Hallo? Ist bis Montag in Köln, okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Geschichte dann am Freitag weiter. Was machst du denn in Köln? Wohin führt uns dieser Bach überhaupt? Zum See. Ja klar, dumm. Okay, dann würde ich sagen, ihr Süßis, machen wir hier heute langsam Feierabend, weil ihr habt keine Konzentration mehr. Darüber. Machen wir uns. Wir wechseln die Kategorie. Das ist sehr aufmerksam. Wir wechseln die Kategorie. Ja, warum droppt die das immer zweimal? So, dann macht man noch den Wait mit. Moment, ich mach mal kurz Luggi Luggi. Haben wir da irgendeinen? Nee, da wo ich hinwaiten wollte, der ist gerade offline gegangen. Na gut, dann machen wir Feierabend. The Query machen wir am Freitag nächste Woche weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, liebe Caro, für dieses bis jetzt wunderschönes Spiel. Hält sich in Grenzen mit den Jumpscares. Ich hoffe, bis am Freitag wieder mit bei. Und dann machen wir Feierabend. Macht euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder, ihr Süßis. Hallo, tschüss. Hat noch gar nicht richtig angefangen. Na dann werden wir Freitag weitermachen. Ich hoffe, du bist damit bei. Und tschüss.